Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator. So, jetzt versuche ich mal hier mit die Sonnenblumen zu ernten. Ich weiß nämlich gerade überhaupt gar nicht mehr, wie das ging. Aber das werde ich jetzt testen. Und sonst lass mal die KI dann das Feld fahren. Und wir fahren dann nebenher. Dann ist es auch vollkommen okay. Nehmen wir uns den LKW und dann ist das schon Roger. Immer Allrad anmachen, sonst bleibt er gleich stehen. So, einmal ganz kurz testen. Ja. Juhu. Okay. Funktioniert. Das freut mich. Ich hoffe, dass hier der Gehilfe funktioniert. So. Aussteigen. Dann müssen wir hier hinten, müsste der sein, der LKW. Können wir nämlich schneller, viel schneller hin und her fahren. Einsteigen. Der Ton ist so geil von dem Ding, wenn der den anmacht. So, Ölte. So, kriegen wir nämlich jetzt hier eigentlich auch mal wieder ein bisschen. So, mein Freund. Ja, dann fang mal an. Fährt er jetzt so langsam? Stehen. Was macht der? Kann das sein, dass da die Automatik irgendwie falsch eingestellt ist? Oh Scheiße, jetzt tappe ich auch wieder, ich blöd, Mann. Sehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie schnell der fährt. 5 vielleicht? Hier 5 km/h, schneller fährt er nicht. Egal. Mach einfach Gas. Dann passt das schon. Ich kann halt so viel sagen, dass die Automatik wirklich verdammt langsam fährt. Dann nehmen wir halt jetzt hier wirklich auch nur so einen kleinen Pissstrich mit. Egal. Wir fahren jetzt einmal durch und dann sollte er wechseln. Alles echt langsam. Leck mich am Arsch. Ich glaube, gleich bleibt das stehen. Gleich kriegt er nichts mehr mit. Aber gleich wird es auch wieder.
fährt immer weiter runter, so wie das aussieht. Vorteil ist einfach, dass er dann, ja, fahr bitte einfach weiter. Und der Rest ist mir jetzt egal. Hauptsache, er macht seinen Kram. Jetzt sollte gleich auch mal wieder ein Schuder kommen hier. Und da hinten müssen wir dann sowieso mit durchs Feld fahren. Also daher ist das schon alles okay. Muss ich vielleicht für nächstes Mal noch einen neuen Mähdrescher holen. Maismäher. Jetzt hör bloß nicht auf, weil jetzt geht's gleich los. Wehe, mein Freund. Wie du hörst auf, du. So. Jetzt kommt Action. So muss das sein. Chin, 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 chin. Guck mal, was da jetzt kommt. Das ist ja wunderbar. Da fällt mir ja fast der Schniebel ab, du. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er gleich schneller wird. Aber wir sind eigentlich schon vom Prinzip her die ganze Zeit bergab gefahren. Egal. Einfach fahren lassen. Dass er gleich rechts dreht. Nicht nach links, nach rechts. Fahre ich nämlich in der Spur, die er nämlich angelegt hat. Oh, mich juckt's. Ah! Oh. Pole Pule. Pole Pule. Pole Pule, 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 Pule. Wahnsinnig schnell. Machen wir Positionslicht an Ihnen zeigen hier, wir machen Gas. Alles klar, danke schön. Funktioniert doch. Ja, der kommt doch nicht immer so dicht rüber zu mir. Wir wollen uns nicht paaren, du Sau. Paar dich mit mir. Ein bisschen langsamer fahren. So. Aber jetzt kommt wenigstens was runter. Nicht so wie da vorhin, das erste Stück, das war ja ziemlich... Ja, du kommst auch immer weiter zu mir. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Kannst du nicht gerade fahren? Mann, 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 Mann. Beim nächsten Mal Ultra da ist, dann ziehen wir hier gerade einen lang mit zwei Leuten. Können wir zwei Fahrzeuge nehmen, beide. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Dann, weil so ist er echt langsam. Hallo, fahr doch. Aus wie Sonnenblumen, ne? Keine Ahnung. Könnte schon fast Mais sein, wie das aussieht. Ich hoffe, dass das jetzt nicht
irgendeine andere Scheiße. Das werden wir gleich sehen. Werd gleich mal, wenn wir da hinten sind, werde ich dann noch runterfahren. Werden wir mal gucken, weil das Zeichen könnte auch hier für die andere Scheiße sein. Naja, werden wir gleich sehen. Ich paare mich schon wieder zu sehr mit ihm. Denkt er eigentlich nie nach, die KI? Zumindest nicht, was ich sehe. Und man hätte jetzt ja auch den zweiten noch fahren lassen können und wir stellen uns irgendwie in die Mitte, aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch funktioniert, weil wenn der Abstand jetzt zu groß wird, ich brauche mich ja nur so leicht entfernen, dann fängt er ja schon das Kacken an. Daher warten wir mal einfach ab. Wenn wir gleich da sind, dann fahre ich mal zurück und gucke, ob wir das wirklich als Sonnenblumen bekommen oder nicht. Das weiß ich halt noch nicht. Und deswegen werden wir uns dann das mal anschauen. Das sieht echt schon eher aus wie Mais. Kann natürlich auch an dem Meer sein. Keine Ahnung. Werde ich jetzt gleich sehen. Ich fahre bis hinten hindurch und dann düsen wir gerade zurück. Ich hoffe, dass das wirklich Sonnenblumen wären, weil sonst haben wir nämlich echt ein Problem. Dann kann ich die Kacke untergrubbern. Aber wir machen halt noch einen Silo-Haufen. Ist ja scheißegal. Aber wenn ich mir das Zeichen angucke, warte mal, I. Sollte das eigentlich so aussehen. Keine Ahnung, werden wir sehen. Langsam fährt, ne? Leckt mich am Arsch. Aber es kommt viel runter. Also wenn man überlegt, wir sind jetzt hoch, muss man ja wirklich sagen, hier mit so einer Pissschnur nur genommen an Breite. Und jetzt sind wir erst voll. Ich glaube, wenn wir hin und zurück, werden wir voll sein sonst. Also dann haben wir hier unsere, keine Ahnung, 14.000, 12.000, was hier reingeht, wirklich auch drinne. Daher, also wenig ist das nicht. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. So. Alles drin. Sehr schön. Dann kannst du drehen und ich bring mal den Kram weg. Ups. Werden wir das jetzt mal sehen. Vielleicht liegt es auch am Hänger. Ah, ja, hier müssen wir rein. So. Mal gucken. Häckselgut wird hier nicht angenommen. Siehst du? Das kommt am Hänger liegen. Das geht nämlich hier rein, richtig? Sag ich ja. Das passt mir jetzt nicht. Leute, das kann doch nicht sein, oder? Kann ich mir jetzt noch einen Trecker nehmen und das gerade ausprobieren? Wenn das dann wieder ist, muss ich mich erstmal schlau machen. Oder ihr helft mir. Das könnten wir dann ja aussehen. Ups, na, falsch. Aussteigen. Da hingucken, jawohl. Ein Hänger steht da oben. Wollen wir mal ganz kurz was gucken. P. Garage. Da können wir jetzt mal gucken. Da. Da ist das Häckselgutzeichen, ja, aber kein Sonnenblumenzeichen bei dem Hänger. Okay. Bei dem blauen. Auch nichts mit Sonnenblumen. Hm.
Hier auch nicht. Wir haben keinen Sonnenblumenhänger. Ja, das ist ja schon richtig. Scheiße. Haben wir vielleicht noch einen? Irgendwo, Mods-Kipper? Da steht nichts. Das ist nur tanken. Da steht Sand und sowas. Aber das ist ja eigentlich Silage. Da steht auch nichts. Leute, ich werde jetzt einmal den anderen Hänger nehmen. Den werden wir uns jetzt einmal angucken. Wenn das dann auch nicht funktioniert, dann kriegen wir halt mal Hexelgut aus Sonnenblumen. Das kann ja auch sein. Ich bin mir absolut auch gerade überhaupt gar nicht sicher, wie das war. Ich hätte jetzt gedacht, aber es muss ja gehen, weil wir können ja auch Sonnenblumen auch einlagern. Oder müssen wir Sonnenblumen irgendwie... Ich bin ein Schwachkopf. Ich bin ein Schwachkopf. Wisst ihr, wie wir das ernten müssten? Mit Körnermais mehr. Mit so einem. So, und jetzt müssen wir nämlich mal gucken hier. Mods. Erntemaschinen. Den haben wir ja. Und dafür bräuchten wir... So ein. Das Teil brauchen wir. Kaufen. Ja. Zurück. Zurück. I drücken. Doch, I drücken. Zack, 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 zack. Das machen wir jetzt noch ganz schnell. Da ziehe ich jetzt noch gerade durch, Leute. Da mache ich mir jetzt auch gerade gar nicht hier. Ich bin doch was dämlich, Alter. So, das setzen wir uns mal gerade zurück. Ja, bitte, danke. Da können wir abbrechen. Anmachen. Ab nach Hause. Einfahren. Da ist oben. Ach, ich bin doch so ein Bullmann, Alter. Das ist ein Häcksler und wir häckseln so. Ist doch logisch, Mann. Ah. Sag ich jetzt nicht zu. Ne? Ich habe das nicht gemacht und ich habe das nicht veranlagt. Nein, das war irgendwas in meinem kleinen Köpfchen, was mir gesagt hat, du machst alles richtig. Ja, ist er. Zack, zack, zack. Na komm. Zack, an. Rückwärtsgang. Das Sound mit dem Motor finde ich ja so geil, ne? Mein Gas. Das war ein Idiot. Mein Gott, bin ich blöd. Nein. Hallo, fahr doch da nicht drüber. Wie schön. Lass mal hier nochmal ein paar Liter rein jochen. So, das reicht. So ein Idiot, ich, Alter. Mach ich Häckselschnitt da draus. Du bist so doof. Kalrin? Sieht so aus, ne? Ein alter Kalrin. Den wir wahrscheinlich wieder oben raus. Wahrscheinlich ist das ein Problem, dass sie immer
Lüfterprobleme machen. Die gar nicht laufen. Aber das Gebläse ist natürlich auch noch nicht an. Ich jetzt auch mal sagen. Da jetzt läuft nämlich das Gebläse. So, und jetzt kriegen wir auch Sonnenblumen. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wie blöd ich war. Alles klar, Leute. Sorry dafür. Ich sage auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.